Liebe Schwestern und Brüder, das Thema am Vormittag fragt nach der glaubensmäßigen Ausgestaltung der Aufgaben unserer Gesellschaft. Von daher ist es angezeigt, sich als erstes zu diesen Aufgaben einen Überblick zu verschaffen. So heißt es in unserer Satzung, die wir ja heute erneuern und beschließen werden, im Paragraph 2. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, das Evangelium von dem in Jesus Christus vollendeten Heil, von der Rechtfertigung des Sünders vor Gott, wie es in der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes bezeugt ist, zu verkündigen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe unternimmt die Gesellschaft zeitgemäße Formen der Verkündigung und Bildung. Ihre Angebote haben zum Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie seine Botschaft wahrnehmen, dass sie befähigt werden, anderen das Evangelium zu bringen und dass gemeinsames Wachsen im Glauben geschehen kann. Die Gesellschaft kann dazu auch nationale und internationale Begegnungen veranstalten, Seminare anbieten und geeignete Medien einsetzen. Zweitens, in Ansehung dieser Vorhaben möchte ich in der Bibel suchen und finden. Da ist die grundsätzliche Aussage, die uns im Matthäusevangelium Kapitel 28, 18 bis 20 als Wort des Auferstandenen überliefert wird. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. An dieser Stelle ist hervorzuheben, wie weithin bekannt doch der Missionsbefehl Jesu ist. Die 11 Jünger, schreibt Matthäus, haben ihn vernommen, in Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Auch heute in unserer Zeit ist dieser biblische Bericht ein sehr mutmachendes Wort, um von Jesus Christus auch wirklich weiterzusagen. Hervorheben möchte ich eine besondere Formulierung im griechischen Urtext des Neuen Testamentes: Mate toisate pantata etne. Mate toisate pantata etne. Der Mathetes, so lautet das Hauptwort in Griechisch, das ist der Jünger. Das Tätigkeitswort in der Befehlsform mathetäusate heißt also macht Jünger. Die Luther-Textfassung von 2017 bietet an dieser Stelle die geänderte Formulierung: lehret alle Völker. Hier wird leider Abstand genommen von dem eindeutigen Wortsinn, macht Jünger. Wir haben für unsere GAE dieses starke Motto übernommen: Jünger machen. Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Die Menschen, ja alle Menschen, sollen auf ihn aufmerksam werden und sich für die Nachfolge Jesu entscheiden.
Der Weg dorthin wird von Matthäus so beschrieben: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Wie auch Jesu eigene Erfahrung durch den Täufer Johannes, so gilt allen Christen die Taufe als heiliges Zeichen für den Neuanfang. Sehr interessant und bedeutsam ist, dass schon in der frühen Christenheit die ausdrückliche Nennung der heiligen Dreifaltigkeit zur Vergewisserung und Ausrichtung des Glaubens dient. Der Auftrag Jesu an die Jünger und damit gewiss auch an unsere GAE lautet: Lehret sie, die Getauften, halten alles, was ich euch befohlen habe. Hier, das merken wir rasch, hier sind alle Überlegungen und Bemühungen inbegriffen, wie denn solche Weitergabe der frohen Botschaft Jesu geschehen und gelingen kann. Dabei geht es für uns nicht nur um Gedanken- und Besprechungsarbeit, um das Grübeln und vielleicht mit Sorgen umgehen. Nein, der Auferstandene verspricht: Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Drittens, den Inhalt dessen, was wir gemäß unserem Auftrag weiterzugeben haben, beschreibt die Formulierung des Satzungstextes mit den Worten: Das Evangelium von dem in Jesus Christus vollendeten Heil und von der Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Unsere Gesellschaft, also soweit wir aktiv mitdenken und womöglich auch namens der GAE tätig sind, wir machen uns die Situation unserer Zeit und Welt bewusst, insbesondere hinsichtlich des Glaubens an Gott. Es gibt zahlreiche, ja eigentlich unzählige Felder für unsere wache Anteilnahme. In unserer Stadt Augsburg zum Beispiel bemüht sich eine Gruppe vernünftiger, tüchtiger Erwachsener um die Verbesserung der Fahrradwege, damit nicht nur LKWs und Lastautos dominieren. Meine Frau und ich bekommen das mit und sehen auch gewisse Erfolge des ehrenamtlichen Engagements. Alle Achtung, ja. Aber unser Interesse als Menschen der GAE muss sich vor allem dem Glauben an Gott widmen, der ja allen Menschen angeboten ist. Dafür gilt es, volksmissionarisch zu wirken. Zum einen wohnen heute sehr viele Menschen aus anderen Kulturkreisen in Deutschland, auch mit ganz anderen oder keinen religiösen Bezügen. Zum anderen nehmen überaus viele sozusagen einheimische Zeitgenossen an unserer eigentlich christlichen Kultur fast keinen Anteil. Wenn Jesus den Auftrag gibt, geht hin in alle Welt, zu allen Völkern, ist darin bestimmt auch unser direktes, erreichbares Umfeld mit eingeschlossen. Deshalb mein Appell, dass sich die GAE vor allem ihrer volksmissionarischen Aufgabe bewusst sein muss. Ebenfalls in Matthäus 9, Vers 36 lesen wir von Jesus: Und als er das Volk sah, jammerte es ihn,
denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Die Not seiner Zeit, ist sie nicht auch die Not unserer Zeit? Wir wissen davon und halten daran fest, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So sagt es der Apostel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und deshalb versucht die GAE seit Beginn des letzten Jahrhunderts, das in Jesus Christus vollendete Heil Gottes bekannt zu machen, dieses Evangelium, diese gute Nachricht auszubreiten. Dass unser nun 120 Jahre bestehender Verein damit nicht allein tätig ist, ist angesichts der großen Kirchen und der vielen christlichen Gruppen sonnenklar. Trotzdem leben wir als kleine Schar mit unserem Auftrag und bitten um den Beistand des Geistes Gottes, um zu tun, was wir sollen. Wenn nur Menschen von Jesus Christus erfahren und die Hilfe entdecken, die Gott durch ihn bereit hat. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. So heißt es weiter im 1. Timotheusbrief. Dies ist der Zusammenhang, dass wir glauben und mitteilen dürfen, dass in Jesus Christus das Heil vollendet ist, wie die Satzung sagt. Hier ist auch die Rede von dem Grund für alle Not der Menschen und von der Hilfe, die das Wort Gottes mitteilt, nämlich von der Rechtfertigung des Sünders vor Gott, wie es in der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes bezeugt ist. Wo Verkündigung geschieht, können die Verirrungen von uns Menschen nicht verschwiegen werden. Unser Widerstreben gegen Gottes guten Willen, die Missachtung seiner Gebote, müssen vor seinem Angesicht in ihrer Falschheit durchschaut und bekannt werden. Erst dann lässt sich erkennen, wie seine Gnade sich dem Menschen zuneigt und ihn um Christi willen durch die Vergebung zurechtbringt. Hier ist die seelsorgerliche Aussprache ein guter Weg, um das Evangelium für sich zu entdecken. Ich habe als Konfirmand gelernt, beichten heißt beichten. Dass man sich also um Erkenntnis des eigenen Ich bemüht und sich die eigene Lage vor Gott klar macht. Zu seinem Zorn über meine Untat tritt aber sein gnädiger Heilswillen, den ein Bote, eine Botin mir als Evangelium, als hilfreiche, frohe Nachricht übermitteln kann und darf. Viertens, die Art und Weise der Tätigkeit als GAE ist so benannt: Zur Erfüllung dieser Aufgabe unternimmt die Gesellschaft zeitgemäße Formen der Verkündigung und Bildung. Es handelt sich um anspruchsvolle Ziele, die die Satzung hier in Paragraph 2 formuliert. Diese möchte ich näher bedenken. Was ich eben zuletzt von der Beichte andeutete, wird nicht im Vordergrund stehen können,
wo von zeitgemäßen Formen die Rede ist. Vergessen sein sollte es aber nicht. Formen der Verkündigung und Bildung, es geht also vorrangig um Information und Kommunikation, um Mitteilung in Sachen Gott, die ankommt und bei den Empfängern Gutes bewirkt. Auch die Möglichkeiten zum Gedankenaustausch, zur Redundanz gehören dazu. Vorgänge des gemeinsamen Lernens sind zu Recht vorstellbar und entsprechen einer zeitgemäßen Empfindung. Ich glaube, dass da in gut bemessener Weise Platz ist für mutige, offene, glaubenweckende Predigt, wo auch in der Form der Veranstaltung die Gegenwart Gottes spürbaren Raum hat. Weiterhin haben Informationsvorträge ihre Funktion, die mit Diskussions- und Vertiefungsmöglichkeit verbunden sind. Unter dem Stichwort Bildung sind ebenfalls thematische Übungsveranstaltungen vorstellbar, wo eine dazu versammelte Gruppe mit planmäßiger Beschäftigung dem Evangelium näher kommt. Bei den verschiedenen Weisen ist die persönliche Anwesenheit der Teilnehmer ganz gewiss wünschenswert. Aber wie wir durch die im Jahr 2020 begonnene Infektionspandemie lernen mussten, ist auch der Weg über Fernkontakte via Internet, zum Beispiel Videokonferenzen, legitim und nicht aussichtslos. Außerdem hat die GAE jahrzehntelange Erfahrungen mit Schriften versandt. Diese Methode ist nicht mehr zeitgemäß, aber neben dem Einsatz elektronischer Kommunikation durch E-Mail-Verkehr und gute wechselnde Webseitengestaltung auch in Form von Papierzusendungen, zum Beispiel durch Rundbriefe, Mitgliederinformationen etc. möglich. Fünftens, die GAE sieht sich zur Ausbreitung des Evangeliums veranlasst, mehrere Angebote zu entwickeln und fortzuführen. Wenn wir die Ziele der Angebote betrachten, wie sie die Satzung beschreibt, kommen wir den Inhalten näher, aus denen sich die Angebote zusammensetzen. A. Zum einen geht es darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dabei braucht es eine Beschreibung seiner Person. Historische Sachverhalte von damals sind zu benennen, aber auch das erlebte Echo seines Auftretens, die Ablehnung und Verwerfung ebenso wie die Zustimmung und Hochschätzung seiner gläubigen Anhänger. Später dann die Aussagen der christlichen Theologie. Im Johannesevangelium wird in Kapitel 1, 40 folgende erzählt: Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm:
folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Die Schilderung des Evangelisten Johannes stellt anschaulich dar, wie die Kunde von der Begegnung mit Jesus sich durch das Weitersagen fortsetzt. Dabei gibt es auch Skeptiker, doch das Wort Jesu erweist seine besondere Wirksamkeit, so dass sich Glauben an ihn entwickelt. So schön und in aller Regel bekannt die Weihnachtsgeschichten sind, so beeindruckend ist die zentrale Darstellung des Markus, der im Evangelium Kapitel 1, 9 bis 13 bezeugt: Es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm. Es zeigt sich bestimmt bald, dass die Darbietung der Jesus-Geschichten auf Fortsetzungen drängt, dass seine Vita und Botschaft unsere Aufmerksamkeit und die der ihr begegneten Mitmenschen in Anspruch nehmen und guten Einfluss auf aller Leben haben wird. B. So schließt sich das zweite Angebot der G-Arbeit folgerichtig an, dass nämlich die Menschen seine Botschaft wahrnehmen. Aufmerksame Mitdenker fragen: Ja, was ist denn die Botschaft Jesu? Auch hier wird sehr viel zu sagen sein.
Aber im Markus-Evangelium heißt es nach der eben zitierten Stelle ganz kurz: Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hebt die Nähe Gottes hervor, die für einen jeden Grund ist, auf sein inneres Gespür Acht zu geben und sich nicht, modern gesprochen, mit ständiger Radiomusik oder unkontrolliertem Fernsehgenuss, mit Ichsucht oder auch Arbeitswut, mit planlosem Essen oder gar Suchtmitteln abzulenken oder zu betäuben. Somit sind alle Menschen, auch wir, aufgerufen, unsere Religion, unsere moralische Orientierung und Welterklärung, unsere Wünsche nach Sinnfindung ernstlich zu bedenken. Unser Dasein, unser Tun und Lassen, unser Wollen und Ertragen, all das soll in Beziehung gesetzt sein zu dem Allmächtigen, zu Gott, der seine Gedanken über uns und alle Ereignisse hat. Er, so sagt es die Bibel, er will sein Reich bauen, mit dem alles zu dem Ziel finden wird, das er weiß und bewirkt. Ihm, Gott, ist daran gelegen, dass wir als denkende Wesen uns damit beschäftigen. Metanoite, kehrt um in eurem Sinn, sagt Jesus. Achtet auf das Evangelium, auf die gute, frohmachende Botschaft. In der Durchsicht über die Wirksamkeit Jesu im Bericht der Evangelien fällt auf, dass er nicht nur gepredigt hat, also seine Botschaft in Worten mitgeteilt hat, die es wahrzunehmen gilt, vielmehr geschieht seine Zuwendung zu den Menschen sehr oft in wunderhaften Zeichen und Heilungen. Zum Beispiel bei Markus wird alsbald erzählt, dass Jesus in Kapernaum einen Besessenen heilt und seinen unreinen Geist mit machtvollem Wort austreibt. Bald darauf heilt er die Schwiegermutter des Simon von ihrem starken Fieber. Ein Aussätziger bittet ihn um Heilung und Jesus spricht sie ihm zu. Zugleich legt er ihm Schweigen auf, weil er nicht durch seine Wundertaten bekannt werden will. Den Gichtbrüchigen bringen Helfer ins vollbesetzte flache Haus, indem sie durch die geöffnete Decke den Kranken direkt vor die Füße Jesu herunterlassen. Markus 2,5 folgende berichtet: Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen:
dir sind deine Sünden vergeben. Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. In theologischer Zusammenfassung schildert der Evangelist Johannes 1,14 das, was sich mit Jesus Christus ereignet hat. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wer also Jesus kennenlernt und seine Botschaft wahrnehmen will, findet an vielen Stellen, vor allem des Neuen Testamentes, hochinteressante Äußerungen dazu. Sie sind gut zu erarbeiten, zum Beispiel im Bibelgespräch. Sie beeindrucken, machen betroffen und letzten Endes sehr glücklich. Ein Choralvers singt davon, Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben. Dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod, selig, die ihm sich beständig ergeben. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. C. Menschen, die vom Evangelium Jesu Christi erreicht worden sind und sich seinem Wert für ihr eigenes Leben geöffnet haben, sollen befähigt werden, anderen das Evangelium zu bringen. So lautet das weitere Ziel der Angebote, mit denen sich die GAE einbringen möchte. Üblicherweise sollte man hier nun ein Seminarprogramm zur Hand haben, einen geplanten Übungsweg, womöglich mit Abschlusstitel geprüfter Evangelist. Es gibt ja auch schon viele Institute für volksmissionarische Arbeit. Zum Beispiel können wir da bei Recherchen in unserer Dachorganisation AMD, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, fündig werden. Aber dies ist für mich im Augenblick noch eine Zukunftsaufgabe der GAE, die zu dem genannten Angebotsziel dazugehört. Das heißt, dass dieser Weg, Stichwort AMD, uns als künftige Aufgabe präsent sein sollte, vor allem in der GAE-Leitung. Heute soll im Vordergrund stehen, was die Bibel zu den Aufgaben der GAE sagt, so das Thema. Gehört haben wir schon von dem Missionsbefehl am Schluss des Matthäusevangeliums. Am Ende des Markus-Evangeliums lautet er, Markus 16, 15 folgende,
Der Auferstandene sprach zu seinen Jüngern: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ganz wunderbar ist auch die Darstellung im Johannesevangelium, Kapitel 20, 19 bis 23. Es heißt hier: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und tritt mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir verstehen die Überschrift, die in der deutschen Bibelausgabe darüber gesetzt ist: Die Vollmacht der Jünger. Ja, anfänglich waren es die 12, leider dann abzüglich des Judas Iskariot, der Jesus verriet, also zunächst 11. Hinzu kam der nachgewählte Matthias, der Diakon und Märtyrer Stephanus, dann durch die Vision vor Damaskus der Apostel Paulus und viele weitere Zeugen, zum Teil aus persönlicher Kenntnis Jesu selbst, dann aber ganz viele weitere, die durch erlebtes Zeugnis befähigt waren, anderen das Evangelium zu bringen. Die Ausbreitung des Evangeliums, so hat sich unser Verein, unsere Gesellschaft vor 120 Jahren den Namen und die Aufgabe gewählt. Sie entspricht dem Willen Jesu Christi und ist als Vorgang und Ereignis schon im Zeugnis von ihm direkt beschrieben. So steht etwa bei Lukas 8, 4 bis 8, sein Gleichnis vom Sämann. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich möchte dazu festhalten, was in Matthäus 10, Vers 20 von Jesus gesagt wird: Nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.
Er spricht ausdrücklich von Anfeindungen und Schwierigkeiten. Ein nennenswerter Teil der Verkündigung fällt sozusagen unter die Dornen. Aber es ist auch die Verheißung da, dass die Ausbreitung des Evangeliums gute Frucht bringen wird. Denn der Erfolg ist Gottes Sache. Unsere Aufgabe ist es, seine Anweisung mutig und mit Hoffnung auf den Beistand seines Heiligen Geistes zu befolgen. Es geht letztlich um ein Geheimnis. Dies schildert das Gleichnis Jesu in Markus 4, 26 bis 29 vom Wachsen der Saat. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Hier stehen wir als GAE und schauen nach oben. Gott gebe uns Mut und lasse uns seine Sendung wahrnehmen und in die Tat umsetzen. Ein Zitat des spanischen Philosophen Ortega y Gasset von der letzten Jahrhundertwende her lautet: In dem Maß, wie wir es vermeiden, unser Leben an etwas zu setzen, entleeren wir es. Die Berührungen, die sich bei Zusammenkünften und Kontaktnahmen in der GAE ergeben, sollen und dürfen zum Ziel haben, dass gemeinsames Wachsen im Glauben geschehen kann. Einerseits ist das sozusagen eine selbstverständliche Folge solcher Begegnungen von aktiven Christen. Andererseits muss ernst genommen werden, dass wir in verschiedenen Wohnorten zu Hause sind. Die Entfernungen zwischen unseren derzeit wenigen Vereinsmitgliedern und Freunden sind meistens sehr beträchtlich, was die Anzahl der GAE-Treffen im Jahr sehr beschränkt. Doch vor allem sehe ich die Notwendigkeit, dass wir, ein jeder und eine jede, dass wir uns da, wo wir zu Hause sind, zur christlichen Gemeinde halten und uns dort spürbar mit einbringen. Auf Ebene der GAE ein gemeinsames Wachsen im Glauben erleben zu dürfen, ist ein dankbares Geschenk, das natürlich die innere Verbundenheit erhöht und die Bereitschaft zur Mitwirkung bei den Aufgaben der GAE kräftigt. Solches Glaubenswachstum in der GAE zu erleben, wird damit zusammenhängen, dass wir uns um vertrauensvolle Toleranz und um ungebrochene Ausrichtung auf Christus bemühen. Für mich ist ein Schlüsselsatz die Frage aus Apostelgeschichte 9, als der erhöhte Christus dem Verfolger Saulus erscheint und ihn durch das Licht vom Himmel zum Einhalten bringt. Herr, was willst du, dass ich tun soll? In solch einer Haltung lasst uns miteinander umgehen und beraten, um offen zu bleiben für Gottes Wirken, eben auch in unserem Glaubensleben.
wo der Anlass gegeben ist, dass die GAE sich mit öffentlichen Äußerungen einbringt oder ihre Positionen darstellt, zum Beispiel in ihrer Werbung, Internet etc. Da soll das auch dem gemeinsam im Glauben wachsen dienen können. Entsprechende Beratungen in Vorstand und Beirat sowie Informationen an alle Mitglieder brauchen dafür ihren Platz. Sechstens, zum letzten Abschnitt des Auszuges aus der Satzung § 2 mit bestimmten Aspekten der Arbeitsformen. Die im Missionsbefehl Jesu Matthäus 28 angesprochene Internationalität seines Auftrages an die Jünger deckt bestimmt auch grenzüberschreitende Bemühungen der Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums und ihrer Geschichte ab. Zum Anfang des letzten Jahrhunderts war die GAE im Wesentlichen im damals großen Deutschland, zum Teil auch in Nachbargegenden, Österreich und so weiter, aktiv. Wegen der Umwälzungen der beiden Weltkriege, unter anderem mit massiven Auswirkungen im politischen und gesellschaftlichen System unseres Landes und der Nachbarländer, hat sich nach verschiedenen, zuweilen betriebsstillen Jahren durch die Wiedervereinigung Deutschlands und die Öffnung des europäischen Ostblocks ein Neuanfang ergeben. Mit der Intention, den häufig bedrängten Christen in diesen Nachbarländern zu begegnen, kamen so seit der Jahrtausendwende an 3 bis 5 Tagen jährlich große GAE-Veranstaltungen in Ungarn, Polen, Slowakei, Estland, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Litauen, Österreich, Elsass und Südtirol, sowie dazwischen an mehreren Städten im jetzt unschwer besuchbaren Ostteil Deutschlands zustande. Die Teilnahme von 30 bis sogar über 100 Mitchristen, auch gerade aus ärmeren Gegenden, war ein Erfolg dieser internationalen Begegnungsarbeit. Unter anderem bedeutende Zuschüsse der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern machten das möglich. Natürlich kann auch das touristische Interesse dabei nicht außer Acht gelassen werden. Tatsache ist, dass die GAE besonders unter ihrem Leiter Arthur Ziegenhagen viel Gutes bewirkt hat. Tatsache ist ferner, dass sich die GAE von Anfang an bundesweit aufgestellt sieht. Also in ihren Mitgliedschaften nicht lokal, sondern prinzipiell deutschlandweit orientiert ist. Dies wird gerade im Zusammenhang mit den erlebten internationalen Tagungen sinnvoll ergänzt durch ausländische Mitglieder der GAE. Selbstverständlich werden auch freundschaftliche oder andere informative Kontakte national und international gerne gepflegt und nach Möglichkeit wahrgenommen. Internationale Beziehungen zu fördern und zu realisieren ist eine besondere Aufgabe. Sprachunterschiede versucht man ersatzweise mit Computerübersetzungen zu begegnen. Mitgliedsbeiträge aus dem Ausland allerdings fehlen weithin. Deshalb können sie, so niedrig sie auch angesetzt sein mögen, damit leider nicht helfen, die Zugehörigkeit zur GAE zu festigen.
wo es gelingt, über Landesgrenzen hinaus einander zu treffen, zum Beispiel bei einer Jahrestagung in einem Ausland, ist das natürlich ein sehr gutes Geschehen im Sinne des GAE-Auftrages. Wichtig für die Anberaumung von internationalen GAE-Treffen muss aber sein, dass das touristische Reiseerlebnis erst in zweiter Linie eine Rolle spielen darf. Schlicht gesagt, die Ausbreitung des Evangeliums ist und bleibt die Veranlassung für solche Unternehmungen. Ebenso möchten weitere Veranstaltungsformen der Ausbreitung des Evangeliums dienen. Die GAE kann, wo sie den Weg dazu sucht und findet, zu Seminartagungen einladen, bei denen ein bestimmtes Thema gemeinsam bearbeitet wird. Wir haben dies in den letzten Jahren in der Weise versucht, dass die Vorstandszusammenkunft geöffnet war für andere GAE-Mitglieder, gegebenenfalls auch Gäste, die zu einem Studientag eingeladen waren. So gelang es, wenigstens über einige Stunden an einem Samstag, sich einem christlichen Anliegen inhaltlich zu widmen. Diese Form soll ihre Fortsetzung finden. Darüber hinaus hatten wir erstmals jetzt in 2020 einen gesonderten Berliner Tag ins Auge gefasst. Geplant war ein ganzer Extra-Studientag mit einem Thema zu Gast bei der Dienststelle unseres Kuratoriumsmitgliedes Uwe Heimowski im Regierungsviertel der Bundeshauptstadt. Wie bekannt hat die Corona-Pandemie dies leider unmöglich gemacht, aber der Plan steht vielleicht im kommenden Jahr. Schließlich darf ich daran erinnern, dass unsere GAE eine sehr lange Tradition der Schriftenmission hat. Von Anfang an wurden Bibelteile und Traktate weitergegeben. Volksmissionarisch orientierte Zeitschriften über zum Teil Jahrzehnte mehrmals jährlich aufgelegt und veröffentlicht und Rundbriefe verschickt. Heute sprechen wir in der Satzung von geeigneten Medien. Umschrieben wird damit der Umstand, dass Weitergabe von Schrifttum heute nur in wenigen Fällen als hilfreich erlebt wird. Dies gilt jedenfalls für die moderne deutsche Gesellschaftssituation, in der Informationsaustausch weithin auf elektronischem Weg stattfindet. Folglich sind E-Mail-Versendungen gegenüber papiergebundenem Schriftverkehr massiv auf dem Vormarsch. Elektronische Kurzmitteilungsdienste halte ich im Horizont der GAE-Arbeit ausdrücklich für ungeeignet. Wir sind es jedoch gewohnt, über das Internet Antworten auf Fragen zu suchen, beziehungsweise Mitteilungen bei einer möglichst großen, aber weithin zufälligen Öffentlichkeit anzubringen. Außerdem können zum Beispiel Präsentationen und Ähnliches bei Veranstaltungen den Informationsfluss gegenüber reiner sprachlicher Mitteilung erleichtern. Auch die Möglichkeit von Videokonferenzen ist gegeben. Gerade jetzt in Sachen Infektionsschutz ist sie als Notlösung dienlich. Die Arbeitsweisen in der GAE sind für die genannten Wege offen. Allerdings eignen sie sich nicht unbedingt. Die Inhalte der Glaubensverkündigung für jeden, zum Beispiel elektronischen Weg. Vor allem aber ist die persönliche Begegnung von Mensch zu Mensch das letztlich wichtigste Medium. Auch ein persönlich gehaltener Brief aus Papier ist absolut nicht zu verachten.
Zur Nutzung elektronischer Kommunikation spielt eine sehr wichtige Rolle, dass die nötigen Gerätschaften samt Internetzugang bei den Beteiligten aktuell zur Hand sind und auch der Umgang damit sich eingeübt hat oder künftig einüben wird. Eine wichtige Anzahl von GAE-Mitgliedern und gegebenenfalls weiteren Kommunikationspartnern verfügt aber nicht über diese Ausrüstung. Aus Geldnot, aus Altersgründen, wegen mangelhafter Infrastruktur. Auch wenn sich das nach und nach verbessern wird, bleiben gute Postbriefe derzeit noch unerlässlich. Das wollte ich sagen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.